Ja, Dr. Cerveza nochmal, mal wieder hier. Heute habe ich mal wieder ein Unboxing. Was heißt mal wieder? Ich habe gestern erst eins gehabt. Jetzt kam heute mal wieder nochmal ein Paket für mich und zwar mit zwei Brewery-Boxes von den Brauereien Triporteur und Carrel. Genau, also Carrel Brewery Pack und Triporteur Brewery Pack aus Belgien von Belgium in a Box. Ich mache es jetzt wie beim meinem ersten Unboxing, wo ich mehrere Boxes auf einmal hatte, dass ich jetzt einfach Flasche für Flasche einfach hinterher, also hier raushol und zeig und ein bisschen was sag. Alles klar, machen wir mal los. Ah, hier ist das Abdeckzeug. Mal weg. So, mehr. Nicht zu viel. No. So, dann geht's los mit der ersten Flasche. So, da haben wir. Von Triporteur Hit a Malt Lover's Wit. Witbier. Hit a Malt Lover's Wit. Sieht cool aus, cooles Design. Hier so Engel, ein Teufel und ein Koch in der Mitte, würde ich sagen. Sieht ganz cool aus. Cool gemacht, coole Aufmachung. Also Witbier von Triporteur. Dann geht's weiter mit. Wir bleiben bei Triporteur mit dem Full Moon 12. Ein Belgian Oak mit 10,2%. Sieht auch cool aus. Auch wieder Engel, Teufel das Thema. Also ich glaube, das zieht sich durch hier bei denen. Ja, wenn man es erkennen kann. Die Lichtverhältnisse hier heute wieder hochgradig beschissen. Also ein Belgian Oak haben wir hier. Dann gehen wir weiter. Und wir bleiben bei Triporteur. Triporteur Hell, From Hell. Das ist ein Double Porter. Double Porter. Double Porter steht dran. Also, ja. Erkennt's wieder. Gleiche Thematik. Ein Koch wieder zu sehen und ein Teufel. Also sehr coole Aufmachung, die Flaschen von denen, muss ich sagen. Dann geht's weiter mit dem nächsten. Und wir bleiben bei Triporteur. Und diesmal From Heaven. Triporteur from Heaven. Ein Hoppy Blond. In dem Fall. Mit 6,2%. So, weiter geht's. Jetzt kommt, glaube ich, das erste Carrel. Oder? Ne, wir bleiben bei Triporteur weiterhin. Basta! Das ist ein sehr interessantes Ding. Basta! Hier kann ich zu erzählen, dem Braumeister wurde immer wieder angehauen, er soll doch ein IPA machen. Er hat gesagt, basta irgendwann, ich habe jetzt ein IPA gemacht. Aber in dem Fall kein India Pale Ale, sondern ein Italian Pasta Ale. Tatsächlich ein Bier, verbraut mit Pasta und Tomaten. So, ich schaue mal nochmal auf die Ingredienzien, aber so habe ich das mitbekommen. Juicy IPA steht zwar dran. Aber in den Zutaten, yep. Wo ist denn Englisch zumindest? Contains Barley Malt, Wheat Malt, Tomato Pasta. Also Tomaten und Pasta mit in diesem Bier. Verrückt, verrückte Nummer. Soll man aber nicht so krass rausschmecken. Aber ich bin gespannt drauf. Auf das Bier bin ich sehr gespannt. So, es geht weiter. Wir bleiben bei Triporteur und da haben wir das Total Loss. Alles gut sortiert. Ich glaube, ich habe jetzt kriege jetzt wahrscheinlich das Ganze in der. Tatsächlich hat er später dann auch wirklich mal ein IPA gebraut oder auch noch mehrere. Eventuell. Boah. Das war bevor er sein erstes IPA gebraut hat. Hier haben wir nämlich ein Black IPA. So, weiter im Schritt und wieder Triporteur. Und Triporteur das Bling Bling Imperial King Pimped Golden Ale. Auch sehr interessant. Hier wurde beim Vermelzen Blattgold verwendet. Ja, richtig ehrlich, Blattgold. Hier seid ihr richtig auf die Kacke gehauen, der Braumeister von denen. Also sehr, sehr interessante Nummer. Steht es in den Zutaten drin. Hier genau. 24 Karats Gold Malts and Bling Bling Hops. Lean back and enjoy.
Okay. 24 Karat Gold wurde da mit beim Melzen verwendet. Sieht man wohl aber im Bier selber nicht. Also es sind keine Goldflöckchen drin oder sowas, so wie bei so einem Danziger Goldwasser oder so. Aber interessante Nummer. So, dann haben wir Trippertör Haze 2020 Sabro Hops in Your Face. Ein New England IPA. Da. Auch sehr cool. Also das Aufmachung gefällt mir richtig gut, was da auf den Ding, auf den Bieren zu sehen sind. Ich geh zum Tasting wieder oben. Mache ich oben in besserem Licht. Ich mache jetzt nur, jetzt wollte ich das Unboxing, habe ich jetzt dauert zu lang. Kann ich nicht ewig da oben machen. Im Hellen. Das war, brauche ich meine Ruhe. So, das mache ich jetzt hier. Die Tastings werden wieder bei besserem Licht stattfinden. So, jetzt geht's weiter. Dann haben wir hier das Trippertör Nippel. We brewed a classic triple. Ein Triple. Belgisches Triple. So, wunderbar. Ah, okay, das ist tatsächlich gut sortiert gewesen. Also, ich habe die Flaschen echt hintereinander. Ich habe jetzt tatsächlich geschafft, die Trippertör zuerst. Da kommt das letzte schon von denen und danach kommen dann die Kerlbiere. So, wunderbar. Also, und das Trippertör Wild Killed in Action. Ein Apple Sour Wheat. Also ein Apple, saures Apfelweizen. Klingt auch interessant. Auch wieder cool aufgemacht. Mega. Also gefällt mir richtig gut. Also die Trippertör-Biere. Sehr interessante Nummern dabei. Wird mir eine Freude sein, die mit zu verkosten in den nächsten Wochen. Definitiv. So, dann geht's weiter mit Carol. Das erste von Carol, was ich jetzt hier habe. Das ist, boah, die sind ein bisschen dicker, die gehen jetzt ein bisschen schlecht aus dem Papier hier raus. Ach Gott. Da. Da haben wir das Carol Says It All. Ein Kaishaku. Ah, das Kaishaku. Okay, das ist schon mal hier, das ist gleich mal die Oberansage von denen. Genau, hier muss ich mal gucken, das ist nämlich brutal. Das ist wohl das stärkste Bier, was ich bisher hatte. Ich glaube, das war das. Muss mal gucken, wie viel Prozent das hat. Oh Gott. Ich finde die Prozentzahl nicht. Doch, da. 15% hat dieses Bier. 15%, das bisher stärkste Bier, was bei mir in der Verkostung vorkommen wird. Es dauert jetzt aber auch noch eine Weile, bis ich das verkosten werde. Also ich werde ein bisschen mit den anderen vergnügen erstmal. Das ist wo eins, wo ich mir relativ zum Schluss aufheben werde. Ähnlich wie das Bling Bling und das Pasta, die Pasta nochmal. Also das könnte noch ein paar Wochen dauern, bis die kommen. So, dann geht's weiter mit dem nächsten von Kerl. Da haben wir das Kerl Saison, ein Saison. Okay, Saison. Geht auch gerne mal gern gesehen. Habe ich ja am Anfang sehr viele von meinen Videoverkostungen, hatte ich viele Saisons erstmal. So, dann geht es weiter. Mit dem nächsten. Carol Pink Imperial. Pink Imperial. Pink Imperial. Nicht Imperial. Pink Imperial. Was haben wir hier? Da habe ich jetzt nicht so wirklich den Schimmer, welcher Stil das ist. Aber es ist ein, also steht dran Pink Imperial, weil sie haben bei den, ja, ist auch Namen. Ach, schwierig. Müsste ich dann vermutlich schauen. Ich schau mal, was drin enthalten ist. Ah, okay. Ah, Raspberry. Alles klar. Wir haben es hier mit einem Fruchtbier zu tun, mit einem Frambos. Sind Himbeeren drin, also gehe ich davon aus, das dürfte ein ja ein 8%iges Frambos sein. So, weiter geht's mit Kerre Bierdegard, ein Bierdegard, eine Premiere, ein Stil, den ich bisher noch gar nicht verwendet habe. Hier ein, es ist eigentlich ein französischer Stil, aber scheinbar auch verkauft
von belgischen Brauereien gebraut. Ich finde die Flaschenform richtig cool. Das sind mal echt coole Flaschen, muss ich sagen. Also ein Bier de Garde, das eher ein französischer Stil ist, aber in Belgien wohl auch mal verwendet wird. Dann geht's weiter mit dem nächsten. Das Dark IPA, nochmal ein Dark IPA hatten wir ja bei den Triporteur-Bieren schon. Hier haben wir auch nochmal ein, oder Black IPA war es da, hier haben wir Dark IPA, aber das ist im Prinzip das gleiche. Genau. So, dann geht's weiter mit dem nächsten. Das IPA von Carrel. Carrel India Pale Ale. Also sie haben sich nicht so die Mühe gegeben bei der Namensgebung der Biere. Die werden einfach nach dem Stil benannt, größtenteils. Außer jetzt dieses ganz starke Ding da. Dann geht's weiter mit dem Stout von Carrel. Ein Stout. Auch immer mal wieder was Nettes. Trinke ich auch gerne mal. Stout geht schon gern mal rein. Und dann als nächstes kommt ein Grapefruit IPA. Oh, interessant. IPA schmecken ja sowieso schon gern mal nach Grapefruit, wenn da jetzt auch noch Grapefruit dazu gegeben wurde. Also definitiv interessante Geschichte. Und last but not least, wenn ich es richtig sehe, 3, 6, ja, 9 Stück waren es von denen. Und die 10 Triporteur, also 19 Bier sind da jetzt gekommen. Nummer 19 haben wir ein New England Session IPA. Auch interessante Nummer. Das stellen wir mal da dazu. So, jetzt kommen wir dann noch zum zweiten Teil, die Gläser. Was die beiden, also was von den beiden Brauereien mitgeschickt wurden. Jetzt muss ich nur gucken, wo mein Messer ist. Jetzt habe ich mein Messer vergraben. Da ist es. Ich hab's. Ich mach das mal schön auf. So. Packen wir das mal aus. Das sind jetzt auch ein bisschen stiltechnisch zwei Gläser dabei, die ich bisher für die belgischen Dinger, glaube ich, noch nicht hatte. Wir schauen es mal genauer an. Schauen wir mal, was da haben, was wir als erstes haben. Da haben wir als erstes, ja, von Kerrel ein 20 cl Glas, einfaches Trinkglas im Prinzip, also kein Kelch oder sonst was oder Tulpe oder ein Teku-Glas, wie sonst eigentlich üblich ist bei den belgischen Dingern hier. Und schauen wir mal, was wir hier haben. Das ist auch schlecht ordentlich verpackt wieder einmal das Ganze. Und hier, also auch hier kommt eine Tulpe zum Vorschein. Tulpen habe ich jetzt natürlich schon ordentlich. Aber die ist, oh, die ist sehr, sehr geil. Da hat es auch diese Teufel-Engel-Koch-Aufmachung da. Man sieht sehr, sehr geil aus auch. Das gefällt mir richtig gut. Also Triporteur, optisch, alles richtig, richtig gut. Bin ich auch gespannt auf die Biere. Auch bei Carrel. Also beide haben interessante Stile mit hier in ihren Paketen. Und da wird auf jeden Fall in nächster Zeit richtig interessante Biere von mir verkostet werden. Definitiv.